Sie haben ihm in Mannheim sogar ein Denkmal gesetzt, ihrem Blumepeter. Auch wenn sie mit diesem Denkmal nicht mehr so gut umgehen. Wie einst mit dem echten Blumepeter, der eigentlich Peter Schäfer hieß. Blumepeter war in meinen Augen ein armer Kerl und ist missbraucht worden. Peter Schäfer war kleinwüchsig, geistig zurückgeblieben. Doch weil er auffiel, eignete er sich als Blumenverkäufer und als Witzfigur. Eine fragwürdige Berühmtheit als menschliches Maskottchen für Mannheim, das anderen viel Spaß bereitete. Das ging so lange gut, bis sich der geistige Zustand von Peter Schäfer verschlechterte. Der Blumepeter wurde auffällig, aggressiv, geriet aus der Bahn und landete 1919 in der Heil- und Pflegeanstalt Weinheim. Witze hat der Blumepeter nicht erzählen können. Und schlagfertig war er auch nicht, als er 1929 in die Psychiatrie Wiesloch verlegt wurde. Die Krankenakten beschreiben den prominenten Patienten als kindlich zutraulich oder stürmisch losbrüllend. Nachts stört Peter Schäfer und geht an andere Betten. Aber der Blumepeter war zu einer selbstständigen Handlung nicht in der Lage. Ab 1940 werden in Nazi-Deutschland behinderte Menschen als lebensunwert umgebracht. Euthanasie, also Gnadentod, nennen die Mörder ihr Programm. Während die ersten Wieslocher Patienten bereits in die Tötungsanstalt Grafeneck abtransportiert worden sind, stirbt Peter Schäfer am 15. Juni 1940 mit 65 Jahren an Herzversagen. So steht es in den Akten. Merkwürdig aber, Blumepeter wird sofort auf dem Anstaltsfriedhof in Wiesloch beigesetzt. Die Angehörigen von Peter Schäfer und das zuständige Fürsorgeamt Mannheim erfahren davon erst Tage später. Ich denke, man wollte sein Gehirn haben und hat das dann auf die Art und Weise abgekürzt. Wenn er nach Mannheim gekommen wäre und da begraben worden wäre, wäre er bestattet und das wäre schwieriger gewesen. Vielleicht wollten sie ihrem prominenten Mannheimer Patienten aber auch das Ende in der Tötungsanstalt ersparen. Merkwürdig ist im Fall von Peter Schäfer vieles. Sein Gehirn ist nie wieder aufgetaucht. Dafür blieb in Mannheim das schlechte Gewissen. Blumepeter wurde in den 50er und 60er Jahren zum Symbol für Witz und Schlagfertigkeit. Und 1967 haben sie ihm sogar ein Denkmal gesetzt. So haben wir ihn nun, hier unseren Blumenpeter, einem solchen aus dem täglichen Leben Mannheims gegriffenen Menschen. Selbst wenn Peter Schäfer nicht Opfer der NS-Mörder geworden sein sollte, so steht sein Schicksal doch für viele tausende behinderter Menschen, die in der Nazizeit umgebracht worden sind. Und so verstanden ist der Blumepeter durchaus erinnernswert, weit über Mannheim hinaus.